Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Dr. Christian Behrendt und wir gehen heute der Frage nach, besteht ein Bandscheibenvorfall tatsächlich aus Joghurt? Viele YouTuber behaupten ja, dass so ein Bandscheibenvorfall, wenn die Bandscheibe platzt und es hinten ausläuft und diesen Nerv hier umspült, dass es eigentlich gar nicht so sehr auf den Nerv drücken kann, sondern dass es eigentlich eine Konsistenz hat wie Joghurt. Wir werden heute klären, ob das richtig ist. Wie kann man auf die Idee kommen, dass hinten aus der Bandscheibe Joghurt ausläuft? Ich glaube ja, dass viele auf die Idee kommen, dass es so sein könnte, weil viele Bandscheibenvorfälle gar nicht bemerkt werden. Man hat auch eine Studie an Soldaten gemacht, an 20-Jährigen, die haben noch nie Rückenschmerzen gehabt. Und man hat bei denen gesehen, dass jeder 20. schon einen Bandscheibenvorfall hatte. Und auch viele Menschen, bei denen wir ein MRT machen, sehen wir, da waren vorher schon 2, 3 andere Bandscheibenvorfälle und hatten eigentlich noch nie etwas davon gemerkt und jetzt kommt es zum ersten Mal mit dem Schmerz. Und ich glaube, dass das viele veranlasst zu sagen, naja, das kann der Bandscheibenvorfall, kann nicht das Problem sein. Ein Bandscheibenvorfall besteht nicht aus Joghurt, sondern er besteht aus einem Material, das ist wie so Radiergummifitzeln. Ich bin Wirbelsäulenchirurg und habe das schon häufig in der Hand gehabt. Und wenn man so ein Radiergummi da radiert, dann hat man diese kleinen Fitzeln eben und genau so ist so ein Bandscheibenvorfall. Das ist teilweise ein relativ festes Material. Es kommt ein bisschen auf verschiedene Faktoren an. Erstens mal auf die Größe des Bandscheibenvorfalls, zweitens auf die Lage, drittens auf den Wassergehalt und viertens, ob noch weitere Vorerkrankungen in diesem Bandscheibensegment auf dieser Bandscheibenhöhe vorliegen. Wenn du jetzt schon Fragen dazu hast, vielleicht hattest du selber mal einen Bandscheibenvorfall, vielleicht ist es dir auch so das Bein runtergelaufen wie bei so einem Joghurt, dann kannst du gerne deine Fragen unten in die Kommentare schreiben. Ich werde versuchen, sie zu beantworten. Ein bisschen präzisieren muss ich es. Es gibt ja diese 4 Faktoren, die ich erwähnt hatte. Also es kommt bei dem Bandscheibenvorfall darauf an, wo er liegt, an welcher Stelle. Wenn der genau in der Mitte liegt, mitten im Nervenkanal und rechts und links die abgehenden Nerven gar nicht so betroffen sind, dann kann es sein, dass sie diesen Vorfall gar nicht merken. Es kann aber sein, dass er in einem Nervenausgangsloch hier ganz an der Seite liegt und da läuft eh schon durch einen engen Kanal der Nerv und da reicht ein kleiner Bandscheibenvorfall, der hier vielleicht schon sehr viel Druck ausübt. Bei den kleinen Bandscheibenvorfällen ist es oft so, dass die noch nicht ganz aufgegangen sind und die einfach einen sehr, sehr hohen Druck in sich haben. Und man sieht es vielleicht auf den MRT-Bildern nicht viel, aber in Wirklichkeit haben wir dort einen enormen Druck, der auf den Nerv drückt. Ein Bandscheibenvorfall, der schon sehr groß geworden ist, hat manchmal Platz gefunden und ist dadurch einfach gar nicht mehr so schlimm, weil er nicht mehr so sehr drückt. Deshalb kann es sein, dass ein großer Vorfall einfach von vielen gar nicht mehr gemerkt wird. Dann kommt es ein bisschen natürlich auf den Wassergehalt an der Bandscheibe an. Wir blenden mal hier das MRT ein. Wir sehen hier einmal einen sehr wasserhaltigen Bandscheibenvorfall. Der ist sehr hell. Hier können wir mit Spritzen, mit Injektionen, mit Infiltrationen diesen Vorfall viel, viel kleiner machen und er bildet sich auch von selber wieder zurück, weil dieses Wasser kann man ihm entziehen und das macht auch der Körper selber, dass der Körper das Wasser aus dieser Bandscheibe rauszieht. Wenn wir dann eine dunkle Bandscheibe anschauen, die wenig wasserhaltig ist, die wird sich nicht mehr viel zusammenschrumpeln. Hier wird nicht mehr viel passieren. Sie wird dort liegen bleiben und wird vielleicht mehr Probleme machen, noch immer wieder mal Probleme, dass man vielleicht diesen Vorfall auch einmal herausnehmen muss. Dann kann es natürlich sein, dass in dem Nervenkanal sowieso schon wenig Platz ist, wenn beispielsweise eine Spinalkanalstenose vorliegt. Das heißt, wenn der Kanal von sich aus schon sehr eng ist und dort kommt nochmal ein Vorfall hinein, dann kann es sein, dass wir hier dann erst recht einen großen Druck auf den Nerven ausüben. Wir haben also gesehen, dass ein Bandscheibenvorfall nicht unbedingt aus Joghurt bestehen muss, sondern dass es daran liegt, wie stark die Kompression auf einen eventuell komprimierten Nerven ist oder sonst auf einen Nerven und dass es eben nicht auf die Konsistenz des Bandscheibenvorfalls selber ankommt. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und nochmal die Einladung, wenn du Fragen hast, bitte unten reinschreiben, wenn du einen Bandscheibenvorfall schon mal hattest, wenn du nicht genau weißt, wie sollst du dich verhalten mit deinem Vorfall, bitte einfach schreiben, bitte abonniere meinen Kanal und denk an die Glocke, dann bekommst du die weiteren Infos auch sofort. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.